Moin, Männer. Oh. Moin. Hallo. Wen hast du denn da mitgebracht? Der Jäger. Was? Nein, ich bin selber her. Irgendwie hieß das Video irgendwie Nubla Blub oder sowas. Ja, da hat in der Instanz bei diesem Flashback ist ein Noob-Filter drin. Der hat sich die Hände auf den Rücken gestellt. Hat sich auch Frage, was weiß ich, immer die gleichen Makros gepackt. Und ist den ganzen Kampf nur mit dem Kopf, mit der Nase über die Tastatur gerollt. Ich kann gerade nicht raustappeln. So, dann frage ich jetzt schon. Damage Meter hast du gesehen. Der Jäger war Platz 1. Der ist problemlos gefallen. Platz 1. Platz 2, ein Jäger, der regulär gespielt hat. Büchchen gesagt, klappt jetzt mit Schlacht und Ockel, mal sowas von gar nicht. Bittestens. Das war eigentlich schon übel. Also, eigentlich wäre schon beim ersten Boss Schluss. Ja, es gab so einige Dinge, die ich weiß nicht, die werde ich wohl auch nie vergessen, was ich auch in Videos oder sowas gesehen habe. Was natürlich auch extrem geil ist und Kultfaktor hat. Das war ja zur Classic-Zeit Alimania. Das war ja mehr als genial, das Hörspiel. Bezüglich der Lebenspunkte, was schätzt du, wie viele Lebenspunkte der Endgegner der Erweiterung hat? Wenn du mir ankommst, dass ein Tank mit eineinhalb Millionen? 1,4 Millionen ist derzeit das Maximum, was ein Tank erreichen kann. So, 1,4 Millionen. Damage-Dealer kann, sagtest du, 500.000 DPS fahren. Bist du, ja. Die meisten schaffen das nicht. Das sind Extremwerte. Ja, was weiß ich. Ich nehme jetzt den halben Wert, ich nehme einfach recht, ich kann 250.000. Dann hast du 3 Tanks, 5 Heiler, was weiß ich, 15 DEDs mit 300.000, hast du eine DPS von 4,5 Millionen. Komm, wobei du nur mit 2 Tanks spielst. So ein Kampf sollte schon seine 5 Minuten gehen. Wie viel wir dann da haben, ich könnte es nicht schätzen, 500 Millionen. Hat der erste Boss, nicht der letzte. Ja, super. Das sind Zahlen, das ist ja. Der Endboss, da über mehrere Phasen geht, sich dadurch immer wieder zwangsheilt, das kannst du nicht unterbrechen, das heißt, hat die Gesamtlebenspunktezahl von 2 Milliarden Lebenspunkte. Okay. Axel, ich wollte nur mal kurz fragen, zu dem ESO-Video, was ihr gemacht habt. Ja, ne? Hab ich ja lange dran zu tun. Du hast ja von Warhammer und von irgendwas anderem Video auch schon wieder benutzt, ne? Hast du da sozusagen die Rechte dafür bekommen? Was sind die Rechte? Das ist veröffentlichtes Material. Okay, weil mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass man zum Beispiel bei Game One so User-Videos hochladen kann. Und da ist mir nur die Idee gekommen, dass ihr ESO-Leute ja so das bei Game One auf diese eine Seite posten könntet. Wäre eine Werbemöglichkeit, denke ich. So als Tipp. Weil sie halt noch irgendwie Werbung machen wollen für die ESO-Gilde. Ja, das kann ja auch jeder andere hoch, das muss ja nicht unbedingt Güter sein. Ja, nee, ich wollte dir nur mal den Tipp geben. Ja, aber wie gesagt, muss ja nicht jedes Mal ein Lieder sein. Wisst ihr, jeder, der will, was für seine Gilde übrig hat und weiß, dass man Leute braucht, kann da Werbung machen. Okay. Also könnte ich sozusagen auch für euch hochladen. Du könntest das sogar auch machen, klar. Okay, dann mache ich das. Nee, weil bevor ich das dann mache und. Man kann eh nie an alles denken, verstehst du? Ja. Okay, dann mache ich das noch bei der Gelegenheit. Suchst du dann für eben Herzrate, Leute? Und seine geliebte Gefährtin suchten Schutz, aber wir konnten keinen finden. Carnaby hat es nicht geschafft. Jetzt fehlt mir der Wille, weiterzumachen. Unsere Kinder werden aufwachsen. Sie werden arm und brotlos sein und wahrscheinlich jung und einsam sterben. Dieser und seine Gefährtin. An. Wir verirrten uns in einer dunklen und nein, Nacht. Your dream, dein Traum. Achso, nein, ich meine, ob du mich was gefragt hattest. Ja, wenn du Leute suchst, was suchst du denn? Nein, ich habe ja mit ESO nichts zu tun. Ich habe das nur das letzte Mal gemerkt, dass man da eben Videos hochladen kann bei Game One. Aber dieser und, hat Kinder, dass man da coole Werbemöglichkeiten macht. Brauchen. Ihr seid die einzigen, die bis jetzt ein Video haben. Um zu ihnen zurückzukehren.
Mehr ist es nicht. Aber im Moment ist es eher so, dass du quasi, ich denke, du wirst nur in-game da wirklich Leute ranziehen. Ja, okay. War ja nur so eine Idee. Ja, nee, du kannst das aber trotzdem gerne machen, das ist ja kein Problem. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, kein Problem. Okay. Ja, die Texte, die Vorstellungstexte und alles gibt es ja auch bei uns im Forum und alles, das ist ja kein Problem. Okay. Das kann man ja alles nehmen. Jo, dann weiß ich Bescheid. Geh mal hoch zum 9, da ist jemand gekommen. Alles klar. Ciao. Hast du dich schon seelisch-moralisch noch vorbereitet, Stefan? Ich hab's schon gehört. Ich hab's heute in die News gepostet. Donnerstag, Freitag kommt Kalkstein-Update. Ja, ich hab's schon auf offizieller Seite gesehen. Ich war schneller. Ja, manchmal gucke ich erst auf ESO nach, bevor ich im Forum nachgucke. Und was will der Dichter mir damit sagen? Na, dass am Wochenende Kalkstein aktiv ist. Und? Bringt uns eigentlich nichts, weil wir keine Leute dafür haben. Hast du denn mal den Werbetweet genommen und mal mit Werbung gemacht, Fimi? Ich sehe, da geht's nämlich schon los. Muss man alle bitte zusammenarbeiten, sonst wird das nichts. Mehr Stimmen erreichen mehr Einzelne, wie es jetzt immer probiert. Eine Stimme verhallt im Walde. Also das gesagt, wir haben es ja, wie gesagt, im Forum hier bei uns, Forum sage ich, im Teamspeak steht es ja jetzt, Gildenwerbung, da ist der Tweet, den kann man so rausnehmen und im Chat kopieren, im Chat spam. Sonst kriegen wir nicht genug Leute zusammen. Wie gesagt, ich habe heute mit Quail geredet, wir müssen gucken, dass wir vielleicht nächste Woche Freitag unseren ersten Testrun machen können. Da müssen wir dann aber wirklich mal einen Finger aus dem Popo nehmen und ein bisschen Werbung machen. Sorry, dass ich gerade so eine komische Reaktion hatte, aber was für ein Test dran willst du denn da machen? Stellst du dich jetzt absichtlich dämlich oder was? Das hat nichts mit dämlich zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du einfach nicht die Leute hast. Ja und, aber wenn wir nur feststellen, dass wir nicht genug Leute haben und nichts versuchen dran zu ändern, dann wird sich an dieser Situation nichts ändern. Anstatt rumzumeckern, dass wir keine Leute haben, sollte man sich vielleicht Gedanken darüber machen, wie man das ändern kann. Außerdem hat man immer noch die Möglichkeit, random Leute mitzunehmen. Außerdem, zur Not auch. Selbst da findest du dann vielleicht noch, ziehst du vielleicht den einen oder anderen noch vernünftigen Mann raus, der dann Interesse hat, immer mitzugehen. Max, ich hab dir übrigens einen Link geschickt von meinem neuesten Guide. Ich kann gerade nicht raustappen. Ja, ich hab's dir über einen Textchat geschickt. Falls du es im Forum noch nicht gesehen hast, habe ich wieder was im Guide. Doch, ich habe das gelesen, ja. Ach so, Pitchcore, der Veteran. Ja. Ich habe doch schon Antwort. Ja, soweit habe ich nicht runtergescrollt. Text ist zu lang. Ja. Nee, Dreamy, das ist wie auf Arbeit. Bei uns gibt es den Slogan, suche nicht nach Fehlern, suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist halt so, wir müssen halt alle zusammenarbeiten. Wie gesagt, das bringt nichts. Wie gesagt, ich der Major machen schon. Wir durchforsten die Foren. Ich schreibe sogar diese Leute persönlich an. Ich spamme die Leute mit PMs zu. In-game wird hoffentlich genug Werbung gemacht. Aber wie gesagt, wenn das zwei Leute machen. Behalt. Das machen so viele Leute. Und gestern musste ich mir von Bloody wieder anhören, dass das andere auch schaffen. Ja, aber die halten, da muss die SG halt, die Leute, die jetzt aktiv sind und wirklich aktiv raiden wollen, die müssen da halt ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist nun mal so. Und wenn wir wissen, dass wir Leute brauchen, müssen wir alle dafür sorgen, dass wir Leute kriegen. Es bringt nichts, jedes Mal sich über die Feststellung aufzuregen, dass wir keine Leute haben zum Raiden. Das ändert ja nichts. Das wissen wir ja. Ich weiß ja nicht, wie es mit Mary jetzt aussieht. Selbst da denke ich mal. Ich weiß nicht, ob Stefan jetzt auch schon mal was gemacht hat. Du wirst es ja nur alleine machen. Es sieht ja nicht so aus, als wenn Benny da durch sein permanentes unentschuldigtes Wegbleiben da erstmal degradiert wird zum Soldaten. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin mal mit Blatti gesprochen und
Aber das Problem wird da sein, was ich da erkenne, ist, die wollen zwar raiden, also ich will denen ja ihre Qualitäten nicht in Frage stellen, aber das sind AVA-Leute. Und die haben nur AVA-Klamotten. Ne? Denn ihr ganzes Equipment ist auf AVA ausgelegt. Ich glaube nicht, dass die jedes Mal vom Raid inskillen. Weil die müssen ihre Punkte ganz anders setzen. So, und deswegen mache ich mir da ernsthaft Sorgen, wie sinnvoll das ist, mit AVA-Leuten PvE raiden zu wollen. Es sei denn, die skillen wirklich jedes Mal vorher um. Dann ist das was anderes, aber... Direkt, also sagen wir zum Beispiel, Ghosty ist auch PvE-Tank, Blatty ist entsprechende PvE-DD. Die haben auch direkt DD-Sets. Ja, aber das ist ja nichts, wenn sie die Skillungen nicht haben. Alleine schon die Skillpunkteverteilung in Ausdauer, Magicka und Leben ist schon entscheidend. Und da, wenn die richtige PvP-Spieler sind, dann haben die alles im Leben. Und das nützt dir aber nichts, im PvE. Es funktioniert. Na, da bin ich immer gespannt. Nee, hey, was mich stört, ist halt dieselbe Situation, die du mit der konfrontiert bist. Ich hatte heute mit Blatty gesprochen. Der hat da auch so eine absolut pessimistische Einstellung. Ja, Blatty, wie gesagt, gestern haben wir uns ja über dasselbe auch unterhalten. Da habe ich gesagt, dann mach doch auch was mit, dann hilf doch mit. Du weißt doch, wo die Probleme sind. Nee, ist nicht meine Aufgabe, sagt er. Super. Aber sich darüber aufregen, das können sie alle. Aber was zu ändern, das schaffen sie wenigstens. Wie gesagt, ich und Major haben jetzt, ich habe den Text jetzt formuliert. Wie gesagt, der wurde so weit abgesegnet. Die Leute fanden das auch im AVA gut. Die wollten den benutzen. Wie gesagt, aber wenn dann keiner benutzt. Wie gesagt, jeder ist überall zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Und wenn jeder ein bisschen Werbung macht, schaffen wir es vielleicht doch noch, den einen oder anderen ranzuziehen, dass wir auf jeden Fall nächste Woche Freitag, also zumindest im Ebenherzpakt, vielleicht mal den ersten Testrun machen können. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ich fange jetzt an mit Schlafen. Wie gesagt, ich und der Major hauen jetzt auch die Bremse rein, was Casual-Spiele angeht bei uns in der Gilde. Jetzt werden nur noch Raid-Member aufgenommen. Es sei denn, es ist wirklich der unwahrscheinliche Fall, dass das vielleicht niemand der Kumpel ist oder so, wo man sagt, ja, den. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt 100 Mitglieder. Zumindest ist das mein aktueller Stand, warte mal. Ne, 99, genau. Ne, 100 hatten wir noch nicht, 99 schon mal. Wir haben jetzt 99 Mitglieder, wie gesagt, davon sind eine Handvoll Leute, die raiden können oder wollen. Und das ist einfach zu wenig. Und, Theoretisch kann jeder Veteranspieler raiden. Ja, können und können ist ein Zwerle. Weißt ja, wie es gemeint. Ja, ich weiß schon, wie es gemeint ist. Nee, hey, aber wie gesagt, es müssen ja, die Leute müssen ja vernünftig miteinander spielen können. Und bis jetzt war das halt immer der Fall, dass die Leute halt mit unterschiedlichen Leveln zusammengeschmissen wurden. Und da kann man ja noch nicht feststellen, wer was kann und wer nicht. Das, wie gesagt, die Vierer-Innis, die Veteranen-Dungeons, die müssen wir so oder so machen. Da kommst du nicht drum rum, die nebenbei mitzumachen, wenn wir zweimal die Woche raiden oder so am Anfang. Müsst ihr ja trotzdem noch die Veteranen-Dungeons mitmachen, um einfach das Vorequip, dein Vorequip zu verbessern. Außerdem wegen Üben. Ich weiß ja nicht, Dreamy ist es schon komplett zutraut, jetzt Raids mit zu heilen und alles. Das ist ja auch eine Sache. Ich kann nicht heilen. Kannst du oder du willst nicht? Ja, vor allen Dingen müssen die meisten Leute wegkommen von diesem von dieser One-Man-Show oder beziehungsweise diesem Einskillung. Das ist halt, die DS müssen flexibel sein, müssen Fernkampf und Nahkampf beherrschen. Heiler müssen richtig heilen können. Bringt ja nicht so eine Mischgeschichte hier. Mit Andu haben wir das ja gesehen, dass das nichts gebracht hat. Das ist reicht weder zum Heilen aus noch zum Schaden machen. Dieser Tanks auch komplett auf Tank. Und wie gesagt, die DDs müssen halt extrem flexibel sein. Das ist halt die auch wichtigste Sache. Tank muss auch flexibel sein, weil du unterschiedliche Anzahl an Tanks für die Bosse brauchst. Ja, mal brauchst du drei, mal brauchst du einen.
dass der dann einfach switchen kann. Ja, du brauchst am besten immer einen Tank. Jemand, der noch jetzt vom C-Tank auf DD switcht quasi. Auf Tank. Sollte aber primär eigentlich mehr ein Supporter sein. Ich dachte, ich sei ganz allein hier draußen. Ich wette, ihr kommt aus der Stadt. Weil zum Beispiel ist es ja so, dass die PvE-Tanks im Grunde eigentlich 49 Punkte ins Leben packen, um an das Hardcap zu kommen vom Leben. 3000 Leben. Umso einfacher haben es die Heiler. So, das hat ja wiederum diese Folge, dass sie weder einen hohen Waffenschaden haben, weil sie keine Ausdauer haben, noch einen großen Zauberschaden, weil sie keinen Magik haben. So, demzufolge sollten sie eigentlich ein besserer Supporter sein. Sollten quasi in Support-Skills mit reinpacken, wenn sie nicht gerade tanken müssen. Ich bin eine Projektion, Dummerchen. Das wird man ja zum Glück sehen, wenn man irgendwann mal anfängt, in die Veteranen in die erstmal reinzugehen. Ich habe so das Wochenende gemacht. Dreamy, das ist immer noch ein Unterschied, ob du mit 12 Mann raidest oder mit 4 Mann in der Innie bist. Aber wir ja, damit fängt es ja erstmal an, weil wer weiß denn im Endeffekt, was für ein Schaden auf dich zukommt, welche Anforderungen du hast. Deswegen müssen wir ja einfach reingehen und ins kalte Wasser springen. Haben die ja auch gemacht hier. Die haben da auch, German Allstars haben im ersten Stream so einen Arsch voll gekriegt. Und im zweiten Stream haben sie ihn dann gelegt. Wie gesagt, Quail wollte das Video hochladen, ich veröffentliche das noch bei Gelegenheit, wo sie den ersten Boss umgehauen haben. Wir haben Lose gezogen und ich dann habe. Müssen wir halt ins kalte Wasser springen, deswegen sage ich nächste Woche Freitag, muss mal gucken, dass wir halt irgendwie 12 Leute zusammenkriegen. Habe ich einen anderen Weg nach drinnen gefunden, um meinen Bruder zu müssen retten. Wir halt eventuell laden wir noch 1-2 Randoms ein. Vielleicht ist ja da auch noch was Gescheites dabei, was wir dann vielleicht im Nachhinein noch rekrutieren können. Genau damit rede ich zu euch. Die Magiergilde. Aber wenn du solche Ziele hast, da nächste Woche reingehen, Gildenhandwerker verzaubern. Wann fängt es denn dann damit an? Weil ich habe mir mal die Gildenbank angeguckt, da ist eine Handvoll von interessanten Sachen drin und der Rest ist eigentlich für einen Endcontent-Schrott. Gildenbank, die normale. Nein, in der gesperrten Handwerker-Gildenbank. Ja, was da jetzt ist, weiß ich nicht. Da habe ich keinen Überblick. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Das ist ja schon. Nee, ich habe da mal reingeguckt wegen Glyphen, wegen Verzauberungsskillen. Ja, das ist ja logisch. Ich kann dir sagen, was damit ist. Das hat benutzt unsere AVA-Gruppe, weil die momentan die einzigen Aktiven sind. Natürlich, ist ja logisch. Dafür ist es ja da. Ja, aber dann ist ja jetzt gar nichts. Ja, logisch. Es ist ja auch nichts. Es kommt ja auch bloß von uns. Es kam ja von den anderen PvE-Gruppen, kommt ja noch nichts. Was soll denn da drin sein? Ist ja logisch. Wenn die AVA-Gruppe farmt und reintut und rausnimmt und keine andere PvE-Gruppe aktiv ist, was soll denn da reinkommen? Das kommt ja erst durch die Raids, durch die Entzauberungen, wenn irgendwelches Equip droppt, was du nicht brauchst, was entzaubert wird und so weiter. Das war genau mein Gedanke. Ich werde euch von drin so unabhängig davon. So, wir haben ja deswegen immer ja, wie gesagt, die Leute wollten, dass wir die Gildensteuer runtersetzen. Das haben wir jetzt gemacht. Also versorgt sich erstmal jede SG selber. Wie gesagt, wir können aber erst die SG ausrüsten oder uns Gedanken drüber machen, was wir brauchen, wenn wir eine SG haben. Ja, ist ja logisch. So, momentan gibt es noch keine SG, weder im Ebenerzpakt noch im Altmeri-Dominion. So, wenn sobald sich das ändert, können wir uns Gedanken drüber machen, wie können wir die Leute, die dann da sind, verbessern. Ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ja. Mein Problem, ich habe im Ebenherz im Endeffekt momentan überhaupt keinen Verzauber. Null. Ich weiß nicht, was nach ist. Wer ist er denn? Ja, siehst du, ja gut, das ist das Problem. Es haben zu viele im Moment keinen Bock auf Esel oder so. Das ist das Problem. Weil den habe ich im Endeffekt komplett zugebuddert, ja, mit allem, was ich gefunden habe, jetzt mal direkt an ihn geschickt. Und mittlerweile sage ich ganz knallhart, ich bereue es. Ich hänge jetzt an 25 fest, ich habe keine Ahnung, wie ich auf 32 kommen soll oder wie ich mein Skill hochkriegen soll. Ich bin Veteran 7 und kann Level, was weiß ich, 45 bis 50 Runen herstellen oder bis 45, sowas in der Richtung, keine Veteran-Rune herstellen. Ja, da müssen wir uns dann Gedanken drüber machen. Wie gesagt, das sind halt so, ja, ist halt schwierig, das haben wir mit Bachat im Moment, das ist momentan einschneidend, wenn wichtige Leute einfach wegbleiben. Aber das ist nun mal, da müssen wir damit umgehen, da müssen wir aus der Situation das Beste machen. Natürlich, ich stelle mir nicht das, was ich bin, und wenn ich wieder ran einsacken und wenn ich dann nicht damit rum. Ich brauche nichts herstellen, wenn ich mir keine Blüten herstellen kann.
Berufe sind vorhanden, das ist für mich nicht das Problem. Aber Verzauberung, wenn du Sachen herstellen willst, es geht demnächst geht's aufs 8er Set. Wenn du Verzauberung nicht draufpacken kannst, dann brauchst du auch herstellen. Da fehlt einfach zu viel. Wann wird der Patch aufgespielt? Nächste Woche Donnerstag? Nee, diese Woche Donnerstag. Donnerstag oder Freitag? Morgen! Ja, morgen oder übermorgen? Geht's los? Ey, das geht nicht. Ich bin krank geschrieben. Wenn die einen Patch aufspielen, dann läuft das Spiel wieder nicht. Will ich nicht machen, wenn ich arbeite? Ich würde viel lieber persönlich mit euch sprechen. Ich traue diesen magischen Projektionen einfach nicht. Was ist denn das? Eigentlich kommt hier raus. Ja, nee, Donnerstag oder Freitag kommt der Patch. Deswegen sage ich, müssen wir zusehen. Könnt ihr mich sehen? Ich werde versuchen, euch zu zeigen, was in der Bibliothek. Das nächste Woche Freitag, da gucken, dass wir ein paar Leute rankriegen. Diese Linsen zerschmettert. Also los. So, dann müssen wir halt wirklich gucken, was jetzt an den Leuten, die jetzt wirklich da sind, bei uns in der Gilde wirklich raid-tauglich sind oder raiden wollen. Bis nächste Woche Freitag. So. Habt ihr das gesehen? Ich werde einige Anpassungen vornehmen. So, und was uns halt an Leuten fehlt, müssen wir halt gucken, werden wir dann wahrscheinlich random einladen. Nützt ja nichts. Wir müssen ja irgendwann mal anfangen. So, und eventuell, wenn wir das Glück haben, wir wirklich 1-2 Randoms oder 3 mitnehmen, findet sich vielleicht da noch jemand, der dann immer mit dabei ist oder so. Keine Ahnung. Also nur so können wir es machen. Wie gesagt, weil die Leute, die jetzt da sind, das ist einfach nichts. Die Leute haben kein Interesse am Raiden. Das ist aber momentan allgemein so eine Flaute. Da habe ich mich gestern schon lang und breit mit den anderen unterhalten. Das ist einfach so. Die Leute spielen ESO einfach nur zum Zeitvertreib. Die haben kein Interesse an wirklich an aktiven Raids irgendwie an so. Ja, da hatte ich auch die letzten Tage mit Quell und Major schon drüber gesprochen. Der PvE-Bereich, kein Interesse am Raid, gebe ich dir recht. Was willst du denn raiden? Ja, es gab doch im Endeffekt für den PvE-Bereich nichts außer Veteran-Instanz. Der Veteran geht mit 4 Mann rein, das ist kein Raid. Es gab ja in dem Sinne im PvE-Bereich nichts. Aber die Leute, die raiden wollen, die wissen ja schon vorab, die informieren sich ja schon vorab und so weiter. Das ist was anderes. So, und wie gesagt, deswegen sage ich, wir müssen halt jetzt gucken, deswegen sage ich, ja, wir müssen jetzt warten, bis es da ist und dann... Und dann müssen wir halt das Beste draus machen und gucken, was wir jetzt erstmal mit den Leuten, die da sind, auf die Reihe kriegen. Oder was es an Leuten halt fehlt, was wir noch nachholen müssen. Und so weiter. Nachholen. Ja, wie gesagt, Heile. Da müssen wir aber alle zusammenarbeiten, wie das geht. Da müssen wir alle, jeder muss irgendwo immer mal im Chat mal eine Nachricht senden. Wie gesagt, es muss ja auch jeder das Rad neu erfinden. Die Texte sind ja schon vorgefertigt. Die jetzt bei uns im Teamspeak und in dem Channel Gildenwerbung, das kopierst du raus, fügst es im Chat ein, spammst es gerade mal in dem Gebiet, wo du bist. Und überhaupt kein Problem, wenn dich jemand anschreibt und Interesse zeigt, leitest du weiter. Sagst du hier, komm auf unseren TS oder geh auf unsere Homepage. Und da ist gut. Das ist ja nicht so schwer. Das ist aber den manchen meisten schon wieder zu viel. Da brauchen sie sich aber nicht beschweren, wenn man die Gruppe nicht voll kriegt. Ich einen Blick in den anderen Teil der Bibliothek. Solche Leute ignoriere ich dann einfach. Zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite geht. Nein, entweder mal ist eine Gemeinschaft oder nicht. Und die Gemeinschaft arbeitet zusammen. Auf der einen Seite gebe ich dir recht. Ich werde es noch einmal versuchen, halt während ihr die letzte Linse aufspürt. Es ist leicht gesagt zu sagen, nö, der hat das zu machen und das ist nicht mein Problem und so weiter. Das ist scheiße. Gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz klare Gildenhierarchie, wer für was verantwortlich ist. Dafür haben sich darauf haben sich Leute auch beworben, das wollten Leute machen. Das sind aber diese Leute, die sich da aktiv auf diese Posten
beworben haben oder sie auch bekommen haben, fehl am Platz. Dann okay, waren sie nicht bewusst. Es gibt ja nur die zwei, beziehungsweise außer die Truppführer, die Raidleiter, die sind ja auch mit Grail habe ich auch schon geredet, der muss sich genauso mit bemühen, Leute ranzukriegen. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich habe Spätschicht, ich weiß im Moment gar nicht, was hier tagsüber abgeht. Weiß nicht, ich bin tagsüber kaum in TS. So. Weil ich keine Lust habe, ständig das Headset auf den Ohren zu haben. Weil sowieso kaum Leute von eben Herz on ist. Grail kommt spät, Major kommt spät. Also tagsüber ist kaum jemand hier. Ja, klar, tagsüber ist okay noch da weiter. Was du auch sagtest von diesem Solo-Play muss weg. Jeder macht so sein Ding. Ja, das ist aber gut, das ist aber ein Problem von ESO. Das, in dem Sinne ist das aber das, was die wollten. Die wollen ja das Gefühl von dem Singleplayer aufkommen lassen. So, das Problem ist an sich ja nicht schlecht. Das ist aber hinderlich, wenn man versucht, ein Gruppenspiel aufzubauen. Ja. Weil die Leute damit nichts anfangen können, weißt du, das sind irgendwelche verkappten Skyrim-Spieler, auf gut Deutsch gesagt, die sich einfach einen Multiplayer gewünscht haben und jetzt nichts damit anfangen können. So könnte das funktionieren. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich meinen Bruder entdecken kann. So, das ist das Problem. Denn gesagt, wir müssen jetzt gucken, wenn der Raid jetzt anläuft, wenn die Leute vielleicht ein bisschen Blut geleckt haben, dass wir dann wurde bereits von ihm verzaubert. Die Raid-Gruppe vollkriegen. Und wenn wir es halt erstmal mit Randoms voll machen müssen, nützt ja nichts. Ich kann nur noch mal mit anderen Kumpels reden. Hier, Fidelitas, für die ich das Intro gemacht habe. Hat auch euch befallen. Kommt, vielleicht kann man mit denen ja quasi ein Bündnis eingehen, dass die dann im Endeffekt fürs Raiden unsere Gilde mitjoinen. Sie ist verloren, verdammt. Ich muss fliehen, bevor ich dem Zauber auch noch erliege. Ich werde eine Nachricht hinterlassen, falls die Wirkung nachlässt. Muss man uns halten, wenn es, wie gesagt, wenn man es aus eigener Kraft erst im Moment nicht hinkriegen, müssen wir uns halt einen Raid Warum bin ich nicht versuchen. Betroffen? Wartet, ich habe gerade gehört, dass sich die Tür geöffnet hat. Es spricht ja gar nichts dagegen. Trefft mich in der Galerie ja, oben gut, auf das den ist Roten. Immer so eine Sache, weißt du, das wollen viele auch nicht, weil die sich dann ein bisschen so, was ist so, das sind fremde Leute und bla bla bla. Das ist nicht. Im Grunde ist das ja hier relativ einfach gemacht. Du holst einfach die Leute mit in die Gilde, das tut ja nicht mehr. Aber wie gesagt, da gehen dann die Probleme schon los. Die meisten dann wollen dann nicht und oh nee und man kann ja auch zum Raiden eine eigene SG-Gilde aufmachen, das kann man auch machen. Nicht noch eine Gilde, das reicht mir schon. Richtig. Ja, aber nur mal als Beispiel, man kann so viel machen. Man kann viel machen, ja. Es ist einfach momentan, dass viele Leute sich auch geworben haben, auch wo Grail den PvE-Thread aufgemacht hatte im Forum, dass sich Leute drauf geworben haben und ich weiß nicht, ob den Leuten das nicht bewusst ist, worauf sie sich beworben haben, was es heißt, aktiv traden zu gehen oder ob ihnen das scheißegal war. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Wie gesagt, das ist momentan eine absolute Flaute. Wie gesagt, es haben so viele, die jetzt nicht spielen. Guck mal, Mad Mike, ne? Bachrat ist weg, Mr. Yellow, also sein Kumpel quasi. Sind die 30 Tage um? Ja, ja, klar. Snarf kommt nicht online. Sandriel, weiß ich nicht. Ist der Sandriel ist zwischendurch immer wieder on, der hat momentan viel um die Ohren. Snarf kann ich zum Teil nachvollziehen, warum er mal keinen Nerv mehr hatte, weil er war auf weiter Flur komplett alleine, ohne jemals zu sehen, dass jemand nachkommt. Weil da waren zig Veteranen-Level dazwischen. Das war schon heftig, wie der da davon gezogen ist. Ja, das ist aber nicht meine Schuld. Nein, das ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich immer komplett alleine bin, habe ich auch irgendwann, oh nee, dann mache ich erstmal was anderes. Gib den anderen mal zwei Wochen, damit sie mal rankommen. Ich kann Reinor durch dieses Beobachtungsfenster sehen, aber er kann mich nicht hören. Es muss der Zauber sein und ich wette, dass der Zauber nicht auf mich gewirkt hat, weil ich nicht auf den Auslöser reagiere, der die Magikamatrix kontrolliert. Das Zaubernetz, ihr wisst schon, wirklich eine raffinierte Fall. Ich glaube, dass der Katalysator des Zaubers irgendwas mit Wissensdurst zu tun hat. Ich würde mich... Der Zauber scheint eine Kombination aus Gaukeleien und Illusionen zu sein. Er hat meinen Bruder und die anderen Bücherwürmer in seinen Bann geschlagen. Auf jeden Fall können wir sie so nicht zurücklassen. Ich habe immer einen Plan.
Dafür müsst ihr da runtergehen und ihnen etwas Vernunft beibringen. Ich werde aufpassen, dass die Daedra uns nicht wieder hier einschließen. Sucht mich einfach, falls Rainer euch irgendwelche Probleme macht. Und seid bloß vorsichtig. Illusionsmagie kann eine knifflige Sache sein. Was kam jetzt eigentlich bei Bachrad heraus? Sicher, aber dort unten könnten noch andere Zauber aktiv sein. Wie, was soll denn bei Bachrad rauskommen? Blick durch die Beobachtungsfenster. Entschuldigung, ich frage gerade, störe ich überhaupt in einem Gespräch oder platz hier einfach rein? Tut mir leid. Nur, was hast du denn? Nee, weil es war irgendwie jetzt WhatsApp, irgendwie heute Gespräch. Eine Bachrade ist halt und fehlt halt unentschuldigt. So, jetzt wir wissen nicht, was los ist, ne? Genau. So, wir müssen halt gucken, dass wir den Support eventuell anschreiben, dass der Major und der Handelsgilde, hier der Handwerkergilde ein Lieder kriegt. Ja gut, und das Zeug, was Bachrade nur innehat, na gut, das ist halt erstmal weg, ne? Da können wir es ja nun nicht ändern. Ne? Das ist halt das Risiko. Dass der plötzlich. Ja, die 30 Tage sind um. Vielleicht haben die Leute keinen Bock oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Wie gesagt, sein Kumpel Mr. Yellow, den habe ich ja auch nicht noch nicht wieder gesehen. Mit dem hing er ja immer rum. Also, okay. Ich weiß nicht, ob die Leute vielleicht gerade irgendwie privat was haben, aber da, wie gesagt, da könnte man ja aber trotzdem. Mach da Bescheid sagen, weißt du? Sagen hier, ich bin mal über einen gewissen Zeitraum nicht da, dann ist das gut. Und vor allem, wenn man eine Führungsperson hat oder halt. Er ist ja erstens Raidleiter. Gott sei Dank haben wir Stefan noch im Altmeri Dominion. Da ist dies. Da müssen wir uns da nicht noch einen Kopf machen, weißt du? Ja. Und er ist halt Schatzmeister, ne? Das ist ja. Er verwaltet ja einen Haufen Kohle im Grunde, ne? Das ist halt ein Problem. Aber gut, naja, das lässt sich nun mal nicht ändern. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Wie gesagt, wir müssen uns mal bemühen. Wenn wir sehen, das Wochenende online sein kann, ein bisschen. Dadurch, dass ich gerade umziehe, ist das alles ein bisschen stressig. Oh, Scheiße. Naja, wird sich einen Weg finden, denke ich. Ja, wie gesagt, Benny wird auf jeden Fall erstmal degradiert. Egal was ist. Wenn jetzt irgendwas privat mit ihm ist, wie gesagt, er hat ja. Yellow ist ja, glaube ich, auch ein richtiger Freund, glaube ich, auch Real Life. Dann hätte er ja auch mal was sagen können, weißt du? Hast du mal die anderen gefragt hier, mit denen er immer abgehangen hat hier unten, Bloody und so? Die wissen doch nichts. Bloody macht ja jetzt den Schatzmeister alleine. Ja, müssen wir das Beste draus machen, jetzt wird er jetzt degradiert. Also wie gesagt, das muss ich mit Major noch abquatschen, aber so wird es wohl kommen. Müssen wir ihn degradieren. Ja, ich meine, wenn irgendwas ist, weißt du, Autounfall oder sowas kann immer passieren. Ja, ich meine, da liegt er jetzt natürlich im Krankenhaus und der Rest ist ihm scheißegal. Ja, kann ich nachvollziehen, würde ich auch. Ja, aber da kann man ja, in so einem Fall kann man ja trotzdem irgendjemand Bescheid sagen, wie gesagt, Martha und Kumpels. Vielleicht saß der mit dem Auto. Ja, wie gesagt, sollte sowas sein, ich habe das ja auch geschrieben, wenn sowas sein sollte, dann kriegt er ja den Kosten wieder zurück. Aber sollte es jetzt aus dem Grund sein, weil er einfach keinen Bock mehr hat, dann brauchen wir solche Leute. Selbst wenn er dann wieder spielt, tut das nichts an der Sache, dass er einfach unzuverlässig ist. Ne? Ja. So, und da brauchen wir solche Leute nicht in den Positionen. Von mir aus kann er dann wieder spielen, wenn es ihm dann wieder einfällt, aber ja, solche Leute brauchen wir aber nicht als Weltleiter, geschweige denn als Schatzmeister. Ja, sehe ich genauso. So, und von daher. Gut. Ist er in WhatsApp-Gruppe drin? Nee. Ob es mir gut geht? Ich bin jetzt jedenfalls mal schlafen. Angenehme Nacht. Ebenso irgendwann mal und ich wünsche. Alles klar. So. Ich bin jetzt gerade noch dabei, Dreamy. Ach, hier hinten. Hier ein schöner Grafikfehler hier hinten. Haha, haben sie wieder was vergessen, die Idioten. Bestimmt vor der Pause gemacht. Ich bin jetzt übrigens gerade auch noch dabei, meinen Tank-Skill jetzt erstmal halbwegs dungeon-tauglich zu machen, dass man dann auch Veteran-Dungeons gehen kann. Tank-Skill? Ja, schön Schwert, bin ich jetzt schon Stufe 25. Ich seh dich eher im Damage-Bereich, weil Tank haben wir eigentlich zwei Stück. Nein, verstehst du das jetzt nicht? Würde ich eigentlich sagen, verlasse ich mich.
Ja, ne, Major und Quail bleiben dort Tank. Richtig. Aber ich bin halt quasi der dritte Notfall-Tank und für die normalen Innis, wisst ihr, Dungeon. Ja. Ich weiß gar nicht, ich meine, das weiß der Quail, hat ja den ersten, zweiten Boss da gemacht. Der weiß ja, wie viele Tanks man da braucht oder auch Tanks, wenn man da zu versuchen muss, das wegziehen. Es ist ja nicht das schlimm, wisst ihr. Jetzt klar, natürlich. Bock drinne zu haben, um ihn halt mal vom Heiler oder vom Stoffi Damage Dealer wegzuziehen. Nee, es geht mir eigentlich mehr darum, jetzt Veteran Dungeons einfach mal tanken, weißt du? Zur Not. Mm. Weißt du, wenn jetzt Quail oder Major mal nicht da ist, dass einfach einer tanken kann. Dass noch einer da ist bei uns, weil wie gesagt, im Nebenherzpakt sind die Tanks raw. Ich bin eigentlich außer Major. Im Moment kommt später wieder. Vor allen Dingen hast du ja viel zu viele Fertigkeitspunkte. Ja, dadurch, dass ja Eric ja reiner Rager ist, ich habe ja nichts im Handwerk, wisst ihr? Ich bin jetzt dabei, wie gesagt, ich habe jetzt Zweihand, Beidhändigkeit, Bogen, Werwolf skill ich komplett aus, ein Tank. Und alles auf 50. Alles auf 50, klar. Cool. Also, wie gesagt, ich bin jetzt, warte mal. Also, ich habe... Also bei Waffen, ich bin Zweihänder 48. Wie gesagt, Einhand mit Schild bin ich gerade bei 25, bin ich gerade am Hochpushen. Beidhändigkeit bei 44, Bogen bei 39. Mittlere Rüstung bin ich bei 50, schwere Rüstung bin ich bei 41. Die kannst du mir mal abgeben, schwere Rüstung. Und Klassentalente, wie gesagt, der erste 40, 38, 40. Offene Welt, wie gesagt, ein Werwolf-Skill ist komplett hoch als Support. Also das wird, wie gesagt, ein reiner Rager, der halt, wie gesagt, auch... Es wird komplett auf Damage ausgelegt, also es kommen die 49 Punkte, kommen dann komplett in Ausdauer hoch. Und da kommt quasi nur Magicka auf die Klamotten und halt auf die Tank-Klamotten nur live. So wird's werden. Weil, wie gesagt, ich will das Maximum aus dem Werwolf holen. Ich hab's jetzt festgestellt, wie gesagt, ich hab alleine mit dem Werwolf, im Werwolf gestellt, habe ich einen Damage-Push von 200-300%. Bei Stoffis fahre ich eine DPS von über 500 mit Auto-Hits. Ja, aber man muss halt aufpassen, wie es sich halt bewährt, auch mit den Negativen halt hergesehen, ne? Ja, viel Negatives hat er nicht. Du darfst halt, musst halt mit Gift aufpassen. Und wenn irgendwo ein Giftboss ist oder Gift von irgendwelchen Trash-Mobs, ja, dann gehe ich halt nicht in Werwolf gestellt. Ich meine, ich versuche ja auch als CD einen ordentlichen Schaden rauszuprügeln. Also jetzt mit Bogen, wie gesagt, Zweihänder wird aber eigentlich mehr auf Boss ausgelegt. Da lege ich auch den Support. Auch auf. Auf den Zweihänder. Beidhändigkeit, wie gesagt, das ist jetzt eher ein Solo-Spec. Aber auch mal für Trash-Mobs ist es auch geil. Nee, es läuft schon gut. Also ich habe das jetzt... spiel ja nur schon eine Weile damit. Was schert mein Daseinszustand? Für dich würde es gut sein, wenn du flexibel bist auf alles Mögliche, wenn du ins Veteranengebiet kommst. Ja, das hab ich mir auch schon gesagt, also da müsste echt. Wie gesagt, ich kann nur mit. Ich habe jetzt alles komplett einstecken. Ich habe ein komplettes Tank-Equip einstecken. Ich habe komplette schwere Rüstung als Damage-Equip. Ich habe komplettes Leder-Equip für Bogen und Beidhändigkeit. Also ich habe für alles Klamotten dabei. Ich habe halt, wie gesagt, ich habe Outfitter. Ja, ich habe einen Outfitter. Addon. Da habe ich quasi, speichere ich die Outfits ab und brauche sie dann bloß laden. Genauso meine Spellleisten, die werden abgespeichert. Ich sagte doch, ich lese hier gerade. Und geht und stört jemand anderen, lade ich dann bloß, Intellekt wisse? Näher an eurem Niveau ist. Fürstin Clarice und dieser altmärische Artefaktor hören sich euer sinnloses Gefühl. Das ist halt ein reiner, wie gesagt, wird halt ein reiner Raid-Shaw, da muss natürlich auch vielseitig sein, ne? Ich weiß nicht, was. Muss halt unter jeder Situation vorbereitet sein. Das Einzige, was ich halt jetzt nicht skille, aber vielleicht mache ich es später noch, ist Zerstörungsstab. Aber mich interessiert erstmal jetzt, was halt die zwei neuen Fraktionen, die noch dazukommen, wisst ihr? Sie hatte irgendetwas Wichtiges erkannt, bevor der Zauber uns in seinen Bann gezogen hat. Was die halt bringen. Aber ein Zerstörungsstab werde ich wahrscheinlich noch mitskillen. Ich glaube schon. Hat schöne Sachen drin. Ich kann immer noch spüren, wie der Zauber an meinem Geist zerrt.
Vielleicht skill ich auch mal einen Heilstab noch mit, weißt du? Mal gucken, alles wirklich, ja, je nachdem, was er guckt, das. Ging ich eigentlich davon aus, dass es auf jeden Fall getan hat. Ja, ich bin ja auch erst 48 halb, jetzt wäre jetzt 49 die Nacht. Ich habe ja auch noch nicht ganz so viele Punkte, das müsst ihr auch sehen. Na, ich habe ja erst gerade mal 99 Punkte von den 400 oder so, die es gibt. Ja, das macht ja mehr als genug. Aber Kielstab würde ich eigentlich immer gut tendieren reinzunehmen, auch damit du wenigstens mal zwischendurch einen Hot geben kannst. Damit, was heilst du dich denn? Ich heile mich mit Drachenblut. Ansonsten habe ich halt so einen hohen Damage-Output, dass die gar nicht dazu kommen, mir Schaden zu machen. Okay, im Normalbereich. Veteran 1, 2 wird es wahrscheinlich auch noch so gehen, aber dann spätestens brauchst du es. Ja, muss man gucken. Wie gesagt, ich passe mich immer der Situation an. Rein, auch jetzt dieser Umsprung gewesen von Veteran 6 auf 7, war ich ganz schön am Schlucken. Da war von 5 auf 6, da habe ich keinen großen Unterschied gemerkt. Aber von 6 auf 7, das war schon holla die Waldfee. Auf der einen Seite haben wir mit 2 Mann mein Magier-Tank. Und meine Wenigkeit, Dolmen mit zwei, also wir zwei alleine gemacht, Veteran 7. Aber auf der anderen Seite sind wir auch mal eben ganz schnell an einer anderen Stelle hoffnungslos haben gegangen. Ja, ist doch nicht schlimm. Wenn es alles so einfach wäre, ist ja wohl, macht das, ist ja wohl der Reiz weg, wisst ihr? Einfach. Nee, einfach ist es nicht. Es ist eine Herausforderung da und es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Ich wäre auch nicht Veteran 7, wenn ich den Franzosen nicht getroffen hätte. Ich hätte wahrscheinlich 2 Veteran Level weniger. Weil wenn der hier da ist und man so eine Map mit 2 Mann durchrennt, was ne, das Wort ist durchrennt, dann machst du halt viel schneller deine Erfahrungspunkte. Als wenn du alles dich alleine durchbringen musst. Er muss sich keine Gedanken machen mit Heal und ich brauche mir keine Gedanken machen, dass zu wenig Schaden da ist. Aber seine Spielweise, ich finde die so genial. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe noch keinen Magier gespielt. Unterbrecht mich nicht. Vielleicht werde ich hier irgendwann mal einen Twink erstellen. Der spielt einen Magier auch auf Tank. Hm. Der nimmt Skills? Keine Ahnung, wie der das macht. Ob der 5 Eisen hat? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann macht er einen komischen Krähenschwarm um sich rum. Dann macht er einen anderen Kringel um sich rum. Dann hüpft er wie ein Teletubby in Blitzgestalt durch die Gegend. Dann fängt er an mit Vampir rumzusaugen. Dann ist er mit Schwertschild unterwegs. Dann ist er mit Kies unterwegs. Das ist der Tank mir Worldbosse. Und das als Magier. Ja, warum denn nicht? Was ist denn hier los? Weil Worldbosse eine ganze Menge Schaden austeilen. Bevor ich mir 2 Items schwere Rüstung zugelegt habe und 2-3 Items noch umgetauscht habe gegen Veteran, hat mich so ein Boss mal eben gewonnen. Weil ich nur Stoff hatte. Aber sonst, er macht auch PvP, so ist es ja nicht. Er sagt, er macht jeden Tag mindestens 2 Stunden PvP. Mit einer Gruppe. Wenn die Leute die Zeit haben, ist das so schön. Ich hab's ja nicht. Ich glaube, der hat viel Zeit. Weil wenn ich zwischen 1 und 2 zu Bett gehe, ist er noch online. Und wenn ich meine, zwischen 11 und 1 wieder online zu kommen, ist er schon wieder online. Oder immer noch, das weiß ich. Früher war ich also drauf. Aber wie gesagt, meine Prioritäten haben sich geändert. Ich würde es auch nicht tun. Wenn ich nicht krankgeschrieben wäre, würde ich auch nicht dastehen, wo ich jetzt bin. Nur jetzt nutze ich die Zeit aus, weil ich definitiv weiß, später habe ich nicht die Zeit. Ich ja, mache jetzt so, durch die Spätschicht. Im Moment kommt, möchtet ihr gerne. Ja.
müsste es eigentlich doch nicht hier spielen. Was muss ich? Boah, Jörg ist glaube ich nicht online. Mit Sandriel, dann muss er auf einem Level bereit sein. Plus 48. Und mit nicht Sandriel, Lyriker, erst 49. Ah, ich bin nur 49. Deswegen, wenn ich hier raus bin, die Quest abgeschlossen habe, schon einfach. Das ist eigentlich auch schon meine Aufgabe, mein Ziel heute. Das heißt, ich will die Woche noch, die Woche jetzt noch 50 werden, also Veteran 1 werden. Nächste Woche mich drum kümmern, dass ich halt das ein bisschen halbwegs vernünftiges DD-Equip zusammenforme für einen Raid. Mit was für Waffen kämpfst du eigentlich? Mit allen. Mit allen. Das ist doch. Interessante Aussage, mit allen. Also schicke ich dir Heilerstab, Zerstörungsstab, Frostfeuer und Blitz. Nee, weil mir halt Sachen in die Finger fallen. Blaue Sachen wollte ich eigentlich nicht verkaufen, die wollte ich aufbewahren. Ich habe jetzt Veteran 6 Sachen. Ich glaube, ich habe fast jede Waffe auf Veteran 6 habe ich gerade rumliegen. Und was weiß ich, ich habe hier einen Dolch, ich meine, das dauert noch, Veteran 6, verursacht 39 Giftschaden, Einhand mit 117 Schaden. Tust du auf die Freundesbank, dann nehme ich mir das auch immer runter, wenn irgendwas ist. Du bist da auch mitten da. Ja, ich bin da drin. Ah, siehst du, da ist der auch, Veteranzeug. Keine Ahnung, gucke ich nicht rein. Ich gucke nur auf meine Glyphen oder auf Glyphen, die da drin sind. Und. Da muss ich mal mit Grail fragen, dass er mir die Glyphen gibt, die er da reinschmeißt. Da sind über 50 Glyphen gerade drin. Boah, das ist ein riesiges Bücherregal hier. Bücherregal über 3 Etagen, leck mich am Arsch. Zwischenhaufen zu lesen. Ich lese sie schon nicht mehr. Ich klicke auch schon keine mehr an. Ganz selten. Ja, tut ja nicht weh. Ja, aber es sind. Nee, es wird mir zu viel. No, Tankskillen ist aber echt mühselig, sag ich dir, ne? Was der Kind schaden. Ey, abartig. Ja, ich bin auch halt meine Schwere. Zwei Items werde ich nicht schwer nehmen. Nur Stoff geht nicht. Yeah.
ey, was es hier nicht alles gibt. Die Masi sind geil, die kannst du ganz geil dran spielen. Nee, die sind mir hier eindeutig zu groß. Ich meine, sie sehen nett aus, bisschen Blitz, bisschen zackig Kopf und hier und da. Aber die sind von vornherein Elite und sind mir eindeutig zu groß. Nee, nee. Und was Elite betrifft, verhalte ich mich alleine fern von. Das dauert mir einfach zu lange. Auf Items droppen hier, ey. Ich stand gleich mal das Equip checken hier, ist der Wahnsinn. Ich schätze, ihr habt meine Nachricht gelesen. Die Zauber, die ich darauf gelegt hatte, haben mich alarmiert, als nicht-dädrische Augen das Schreiben untersucht haben. Ich hoffe, dass ihr ein Mitglied der Truppen Tamriels seid. Wenn dem so ist, muss ich euch etwas zeigen. Dieses Gewölbe birgt ein Portal und die von ihm ausgehende Kraft ist überwältigend. Irgendetwas auf der anderen Seite versucht, den Schleier der Illusionen zu durchdringen, der auf dieser verfallenen Bibliothek liegt. Ach, das ist unerheblich. Was auch immer dieses Ding ist, es könnte bei unserem Kampf gegen den Herrn von Kalthafen noch nützlich sein. Wenn wir es in Besitz nehmen könnten, wäre diese Exkursion vielleicht doch keine völlige Zeitverschwendung gewesen. Ich habe da so meine Vermutungen, aber ich hasse Spekulationen. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, ich glaube, es könnte eines der sagenhaften Lichter von Meridia sein. Jene Quellen der Macht, mit Hilfe derer sie die leere Stadt nach Kalthafen geschleudert hat. Kommt herein, dann gehen wir der Sache weiter nach. Betretet das Portal und findet die Quelle der Energie. Ich spüre, wie sie von der anderen Seite ausströmt, weil ich mir selbst nicht ganz traue. Auch wenn ich den Illusionen aus dem Weg gehen konnte, denen die anderen auf den Leim gegangen sind, spüre ich trotzdem, wie dieser dädrische Zauber an mir zerrt. Findet die Kraftquelle und trefft mich an unserem Lager draußen vor den Ruinen. Und nehmt diesen Marker, nur für den Fall der Fälle. Sobald ihr durch das Portal geht, wird sich der Marker auf diesem Zugangspunkt einstimmen. Falls ihr euch verlauft, könnt ihr den Marker benutzen, damit er euch sicher zurück zum Portal bringt. Was einst nur eine kleine Kuriosität war, die mir ein Vermögen eingebracht hat, ist nun eine wichtige Stütze unserer Mission. Diese Lichter von Meridia können mich aus Molag Bals Fängen befreien. Wie bitte? Findet sie und bringt sie zu mir. König Lalori. Denkt daran, dass ihr von hier aus zu euren Freunden nach unten springen könnt. Die Macht, die mir verblieben ist, wird euch beschützen. Ohne Scheiß, Alter, ich soll jetzt hier runterspringen. Ist der auch? Er wird mich beschützen, hat er gesagt. Da bin ich immer gespannt. Ja. Mit einem Auge zugedrückt. Kalthafen? Ja. Viel Spaß beim Springen. Ja, ich bin gesprungen. Es geht. Es läuft.
ihr habt es geschafft. Telenga hat auf euch gewartet. Ihr solltet mit ihm... Ah, ihr wart also so tapfer, den Zauber zu brechen, der uns... Willkommen zurück, mein Freund. Habt ihr es gefunden? Hatte ich recht? War die Quelle der Energie, die ich spürte, eines der legendären Lichter Meridias? Bei den Acht. Dieser Kristall, er ist ein Licht von Meridia. Es heißt, null Erfahrung. Hätten es Meridia einst erlaubt, eine ganze Stadt nach Kaltarten zu bringen. Wenn ein Diener Meridias diese Kraft für uns nutzbar machen könnte, würden wir davon maßgeblich profitieren. Mit Meridias Lichtern können wir das Blatt dieser Kampagne wenden. Kirith sagte, ihr seid aus der leeren Stadt gekommen. Wir werden dorthin gehen, sobald sich alle ausruhen konnten. Ich habe erstmal die Bibliothek der Dämmerung abgeschlossen. Wisst ihr, ihr erinnert mich an einen meiner Studenten. Was, was? Die Bibliothek der Dämmerung. Wieder ein Quest. Eine Questreihe. Kann ich. Da mache ich dann erstmal einen Break hier. Erstmal mal gucken, was der noch zu erzählen hat. Sobald wir in der leeren Stadt sind, werden wir umgehend damit beginnen, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Geil. Wir müssen die Lichter von Meridia erproben und Methoden nachgehen, um den Mechanismus von Molag-Bals da kann ich dann entweder absolute Bestie machen oder Rudelführung. Aber dadurch, dass ich wahrscheinlich so ziemlich der einzige Werwolf bei uns im Raid bin. Ich mache erstmal einen Break. Bis dann, Leute. Macht's gut.